Stell mich auch noch mal kurz vor, Daniel Rietzler, Jugendpfarrer in Weißenhorn, dort zuständig für zwei Dekanate und zugleich in der Schule ein bisschen tätig. Und darüber hinaus bin ich für die Diözese Augsburg als geistlicher Begleiter von der Jugend 2000 tätig. Was den Weltjugendtag angeht, ich war, das ist erst mein dritter Weltjugendtag, Köln, dann Krakau und jetzt eben hier Panama. Für mich war Krakau ein ganz, ganz großes Geschenk, das mich persönlich in meinem Christsein wahnsinnig gestärkt hat und wo ich kurz darauf angefangen habe als Jugendpfarrer und da für mich gemerkt habe, dass der Gott mir dort auf dem Weltjugendtag in Krakau was geschenkt hat, aus dem ich die letzten Jahre versucht habe zu wirken. Und das ist nach wie vor lebendig und da danke ich Gott sehr dafür und auch den jungen Menschen, die damals dabei waren, dass ihr auch so wieder mit dabei seid. Es wurde mehrmals gesagt, für uns als Priester ist das ein großes Geschenk und eine Bestärkung und im Miteinander unterwegs sein mit euch merken wir, wo wir unseren Fokus draufsetzen müssen in der Arbeit. Danke euch.